Wir suchen uns jetzt ein Boot. Wir suchen jetzt ein Boot aus. Zwei Boote. Guckt euch uns beide an, ne? So langsam friedhofsblond und dann, wir brauchen jetzt ein Boot für die Rente. Und was wir hier gerade sehen, ist alles noch ein bisschen klein, da kann man nicht drauf fahren. Also 40 Fuß soll es schon sein. Albert, mein Kumpel Sigurd im Norden, wir suchen ja für unser Rentnerleben dann ein Boot, mit dem man auch um die Welt... Also nicht drei Mann in einem Boot, sondern drei Boote für drei Männer. Ja, was mich wirklich mal interessiert, ist bei den Größeren, wie sie das mit dem Klo geregelt haben, mit dem Bad, mit der Dusche. Ja, ob sie da immer noch diese... Ob man in die Dusche scheißen, ne? Ja, genau. So kann man es ausdrücken. Ja, aber das ist ja der Punkt. Bin ich 30 Jahre Flugzeugflug. Ja. Wo ich vor dem Cockpit festgeschnallt war und konnte unterwegs nicht aufs Klo. Ja. Und jetzt, wenn ich irgendwann in Rente gehen soll und mir so ein Boot zulege, dann soll ich immer diese Gewissensfrage haben, will ich jetzt aufs Klo oder in die Dusche oder beides gleichzeitig. Weil du hast ja deinen Paxen sowieso schon verboten, im Flug aufs Klo zu gehen. So ist es. Ja. Deswegen hätte ich aber jetzt gern wenigstens das Ganze räumlich getrennt. Ja. Ja. Jetzt ziehen jetzt beide die Schuhe aus und dann ist die Schlange hier erledigt. Ja, genau. Ja, aber ja, die Badeleiter kannst du auch auf die Seite machen. Ja. Badeleiter. Das ist wieder Teak, oder? Es ist Teak. Okay, hier, ja, trotzdem. Ich meine, ihr braucht keinen Teak. Finde ich. Ja, wobei. Es macht nur Arbeit. Ich habe keinen. Also, finde ich die direkt Notruder. Ne? Ja. Ja, brauchst zwei. Auf beiden Seiten, naja, je nachdem. Wie machst du das beim. Es kommt drauf an, wo das Wasser reinläuft. Beim zweihändig Segeln. Beim zweihändig Segeln ist das so Sache, ja. Wenn du auf dem Boot wohnst, wenn du da wohnen willst, ja. Wir gehen ja jetzt nicht rum und kaufen ein Boot einfach mal am Wochenende zum Rumdümpeln, sondern wir haben ein Boot, auf dem wir wohnen. Ich sehe das jetzt schon, dass mir das da unten drin zu eng wäre. Beim Reinsteigen. Aber macht nichts, wir gehen mal rein. Schauen wir mal. So sieht das Ganze aus. Da ist drauf im Wein. Das ist halt nicht tief, ne? Du kriegst halt nicht viel rein. Warum macht man den so? Habe ich den Grund jetzt nicht verstanden. Unten hast du halt das Quarterberth, ne? Unten hast du halt nochmal zum Schlafen drunter. Wie hier auch, du hast ja hier noch Fenster. Ja, aber warum mache ich hier? So ja, das weiß ich auch nicht. Du sollst hier nichts anfassen. Was? Du sollst hier nichts anfassen. Ja. Aber das ist ja der typische GFK-Geruch. Ja, ja. Der liegt schon mit der Zeit. Ah ja, passt schon, ne? Genau. Einmal durchkentern und alles ist gut. Ja. Die Sun Odyssey 38 ist das. Ich meine, es ist schon eine Nummer, wenn du das einparken sollst bei Wind. Schon 3 Stunden. Ja, das ist größer wie VW. Schon knapp. Ein bisschen größer. Ja, ein bisschen. Ich meine, das hier, das ist halt nicht dicht, ne? Ja, okay, so. Da hätten wir. Einmal in die Dusche kacken, genau. Das ist wieder das gleiche Problem, oder? So. Super.
Und da gibt es dann diese seltsame, ich weiß jetzt nicht, wieso sie das nie richtig geändert haben, diese seltsame Konstruktion, Bad, Dusche und Scheißhaus kombiniert. Ja, wir zeichnen es. Wenn man eine Trenntür hätte. Hat keine Trenntür, ne? Eben nicht. Ich sehe das jetzt schon, dass mir das da unten drin zu eng wäre. So, das ist die Toilette. Ja? Das ist die Toilette. Das ist die Duschwanne. Hier ist das Waschbecken. So, hier ist euer Duschkopf. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, das Problem ist folgendes. Hier, das ist so eine Handpumpe, damit ihr die Kacke auch, ihr wisst, was ich meine, rauspumpen könnt. So, und jetzt geht es ums Reinigen. So, da hinten, seht ihr das? Da unten geht es runter. Da geht es runter. Da hinten. Das ist der Absperrhahn, damit das Boden sich absäuft und das Wasser im Klo hochsteigt. So, Toilette, das ist zum Pumpen, für zum Abpumpen. Waschbecken. So, ich setze mich jetzt mal. Ich setze mich jetzt mal hier rein. Hier ist die Dusche. So, und wenn ich jetzt duschen möchte, hier ist die Dusche. Ach, Duschi, Duschi. So, das ist eigentlich verkehrt alles. Ja. Duschen, duschen, duschen. Und das läuft alles, wenn ich hier dusche. Jetzt muss ich das natürlich auch wieder richtig reinstecken hier. Oh Scheiße, wie macht man denn das jetzt? Ach so, okay. Ja, und das läuft hier alles. Beim Duschen wird das hier alles nass. Es wird alles nass. Es wird hier alles nass. Das wird nass. Ja. So. Das hier wird alles nass beim Duschen. Ne? Es wird alles nass. Ja, und das muss dann alles hinterher gereinigt werden. Ah, Kippen, komm raus. Und das ist das, was wir meinen mit in die Dusche scheißen. Knarz, knarz, ne? Ja. Aber schön, ja, die machen zwei Bäder. Zwei Bäder? Das wäre schon mal ein Argument. Ich meine, die hier hast du die beiden Kabinen zum Schlafen. Es ist halt wirklich alles irgendwo. Es ist alles kein, das ist kein Mahagoni und Teak, das ist inzwischen alles Bootssperrholz. Du musst ans Alter denken, duschen und kacken in einem Schritt. Ja, ja. Please don't lay on the bed. Ja, machen wir nicht. Ne? So, das ist alles ganz schön und gut. Aber wenn ihr damit aufs Meer rausgeht, da ist wieder was. Wenn ihr damit aufs Meer rausgeht, dann habt ihr das Problem, dass das, wenn ihr segelt, das verwindet sich ja auch alles. Ja, ja. Ne? Also, ich muss sagen, die finde ich schon gar nicht. Also, ich habe ja. Ich meine, es ist. Ja, aber trotzdem, ne? Ich mach das mal zu. Das ist halt. Guck mal. Ja. Es ist halt billig. Wenn da viel drin ist, dann da viel, nimmst du den Geräuschpegel. Ja, genau. Ja. Ja, immerhin. Es ist halt einfach überall diese Ecken, Kanten, das hat nichts mehr. Immerhin hat die wenigstens zwei Bäder. Die Geber geht halt über den Masten. Ja. Das ist dann vorne. Zwei Bäder. Das ist dann hier hinten das zweite Bad. Ja, na, Schluss. So, hier ist nochmal das gleiche. Also immerhin zwei Toiletten, ne? Ist schon mal nicht so schlecht. So, da vorne kann man dann schlafen. Oh. So, ne? Ja, ich find's schon eng, gell? Also, das ist 38 Fuß. So. Navstation, Navtable. Ja. Da geht's um wahrscheinlich 20 cm. Schaut's aus, Leute. Machen wir mal ein Foto von hier. So. Ja, genau, man kann natürlich. Also ich finde es knuffig für Wochenend oder so. Aber zum Draufleben finde ich es jetzt nicht so. Ja, aber so prickelnd. Ja, genau.
Wobei ich sagen muss, ich habe ja auf der Messe einige gesehen gehabt. Ja, in Cannes, ne? Ja. Also mit den 2 Bädern auf 38 Fuß finde ich gar nicht so schlecht. Das ist also, gut, dass. Warte mal ab, was wir noch sehen werden. Ja, oder? Ja, aber. Aber für die 38 Fuß, die 2 Bäder finde ich gut. Machen wir den dritten auf. Das ist. Oh, etwas schön sein können. Zwei Hände über den Zug. Das Loch da ist. Ja, genau. So, das ist letzten Endes ist das nichts anderes als ein luxuriöses, schwimmendes Wohnmobil im Hafen. Ja, dann fährt man mal halt mal raus in die Bucht und dann ist alles schön und gut und fährt mal wieder zurück. Vielleicht übernachtet man ja noch mal irgendwo, aber letzten Endes. Aber beim Wohnmobil gibt es ja den Unterschied zwischen VW California. Genau. Und einem. Wie heißt das Ding? Heimer. War das der von Chano in Cannes, der zu dir gesagt hat, komm mal mit? Ich war der Meinung, für das, was wir vorhaben, soll man lieber was Älteres kriegen. Ja, definitiv. So, ab 20. Weil die neuen gut aussehen und die ideal sind und im Hafen gut auszusehen oder am Strand. Ja, klar. Nur zum draufleben, hat er gemeint. Schwimmendes Womo. Heißt der Kerl, ja? Ich frage ja jeden.